Hallöchen, 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 herzlich willkommen zu Cards Against Humanity. An meiner Seite sind die bezaubernde Kaira. Hallöchen. Die atemberaubende Celine. Hallo. Und die Lizzie. Hallo, ihr Lieben. Ja, wir haben gedacht, ey, dieser unbekannte Let's Player mit diesem G vorne dran, der spielt Cards Against Humanity. Machen wir das auch. Immer schön mit dem Strom schwimmen. Genau, genau, genau. Vielleicht kriegt er dadurch einfach mehr Reichweite, wenn wir das jetzt auch machen. So, ich starte einfach mal das Spiel. Ja. So, ich bin der Char. Okay, ihr sucht jetzt was aus. Es gibt doch trotzdem Sachen auf Englisch. Ja. Nichts auf der Welt ist so schlimm wie. Danach müsst ihr jetzt, glaube ich, was spielen. Sag mal, ich hab drücken, ne? Ich weiß es, ich sehe es ja gerade nicht. Hör mal, ich habe eine Frage, weil ich habe die Hälfte der Karten auf Deutsch und die andere Hälfte auf Englisch. Das ist ein bisschen seltsam. Ich habe zwei Stück. Müssen wir da durch? Nee, eine nur. Okay, Kaira hat gespielt. Celine? Nee, ja, Lizzie hat gespielt. Celine, ich habe gespielt. Kann man die Maus sehen? Ja, die Maus kann man sehen. Okay. Okay. Ich klicke To Reveal, das erste. Nichts ist so schlimm, nichts auf der Welt ist so schlimm wie Kundenservice-Mitarbeiter. Das ist gut. Nichts auf der Welt ist so schlimm wie Freunde, die Snacks wegessen. Oder nichts auf der Welt ist so schlimm wie Eating, also ein Albino-Essen. Oh. Okay, ich stimme dafür. Natürlich. Yay! Yeah. Das geht ja aber gar nicht. Freunde, die Snacks wegessen, ich glaube, es hackt. Ganz schön. Den beiß ich in die Hand. Ah, jetzt haben wir auch eine englische Karte. Also es ist ja, ne? Ich stehe voll im Saft. Ich bin jung, heiß und voller. Ich hätte gern was gelegt gerade. So. Ich kann sogar das auf Englisch. Das ist eigentlich perfekt. Okay, Lizzie, hau raus. Okay, Kaira revealed jetzt one by one. Ist das so eine deutsche? Nein, Celine, genau. Liest du auch vor dann? Der Char liest immer vor, würde ich sagen. Natürlich, wie hast du es so schön übersetzt? Ich stehe im Saft meines Lebens. Ich bin jung, heiß und total voller Selbsthass. Ich kann mir vorstellen, wie das vielleicht. Und ich bin auch voller heißer Käse. Ja, lecker. Und wir sind auch voller Liebeskugel, die zu schnell rausgeht. Du hast nur noch 8 Sekunden. Okay, nein, ich muss das nehmen. Ja! Ich hat schon 2 Punkte, ich gehe. Ja, ich glaube, ich gehe auch. Ja. So geht das eigentlich auf Zeit, genau. Ich weiß nicht. Aber stand doch nur Time Limit. Wieso ich... Oh, man muss 2 Karten legen, oder wie sehe ich das? Ja, genau. Bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich aus einem holen. Okay. Das ist echt gerade. Okay, irgendwie passt das nicht, aber egal. Ich nehme es einfach. Habe ich, ne? Ja. Ich habe. Das ist echt mies gerade. Ich habe nur Englisch und mies. Ah, das ist natürlich doof. Ja. Muss halt das nächste Mal vielleicht ein anderes Deck nehmen. Scheiße. Ja, ich habe was anderes. Okay, Kaira. Okay, bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich das Rainer Kallmund Qualitätssiegel aus einem Menschenfetisch holen. Oder bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich Schlampen aus Captain Fucking America holen. Oder ich werde nekrophile Bestatter aus Italienern holen. Das sind echt coole Sachen. Jetzt muss ich entscheiden, ne? Ja. Ich hab da. Moment. Oh, die Zeit läuft, wie fies. Ja. Ja! Was? Schon wieder Lizzie? Ja. Was ist los? Ich hab keine Ahnung, ich hab Lauf. Ich hätte die Bestatter genommen. Ja, der war mir auch sehr gut. Ich war fucking America so überzeugt. Ich muss jetzt gar nichts machen. Weil die Sprache nicht mehr. Genau, du musst gleich nur entscheiden. Okay, gut. In seiner neuen Tourismuskampagne hat Detroit stolz erklärt, dass es endlich ausgeschaltet hat. Oh ja,
Das muss Renby sein, sorry. Renby, schön. Renby? Renby stand da eben bei mir. Renby. Kurz. Ach so. Okay, Lizzie, du liest vor und reveal. Also, was hat Detroit eliminiert? Ich kann auch gar nicht. So. Gott? Oder auch Veganer? Oder Detroit hat auch noch eliminiert? Like a million alligators, okay? Wie eine Million Alligatoren? Was? Ungefähr eine Million Alligatoren. Es ist politisch nicht korrekt, beides nicht. Ich würde. Oh. Das ist hier beides, das sind drei. Ja, entschuldige. Ich habe aber gerade mit der Maus, gehe ich gerade über zwei hin und her und ich kann nicht entscheiden, welche das wohl sind. Die Zeit läuft, Lizzie. Ah, komm. Yay! Mano! Hey, ich auch genommen. Was, die Veganer sind viel wichtiger zu eliminieren. Tut mir leid. Das ist mir gewesen. Das war okay, so ich bin der Char. Miss Lee. Ach, Miss Lee Selected. Miss Lee. Wissenschaftler haben kürzlich einen primitiven Stamm entdeckt, der verehrt. Was verehrt der primitive Stamm, der gerade entdeckt wurde? Bin sehr gespannt. Na ja, primitiv könnte ich mir vorstellen, wäre das hier ja gut. Das ist so bescheuert. Das ist eine schöne Antwort. Oh, das gehe ich jetzt. Nein, ich glaube, ich nehme das hier. Das ist zwar eine englische Antwort, aber Englisch ist nicht schlimm. Ja, okay. Du hast ja noch 45 Sekunden. Genau. Ich hab's. Also der primitive Stamm verehrt die Geheimformel für die ultimative weibliche Befriedigung. Ja. Verhalten. Ist halt sehr primitiv, der Stamm. Ne? Ja. So. Ja, oder ein Wellensittich mit der Absicht, dich zu quälen. Okay. Der wird verehrt. Oder wie übersetzt man unrelenting? Auf jeden Fall genitale Bestrafung. Ich finde, genitale Bestrafung sollten verehrt werden. Dankeschön. Okay, dann nächste Runde. Ich habe Pikachu, was hast du? So, was haben wir denn? Ich hab dat. So. Das fängt schon an, dass es politisch nicht korrekt wird. Und ich habe eigentlich keine passende Antwort dafür. Schade. Das geht mir die ganze Zeit so. Okay, ist egal. Aber man kann auch Dump Entire Hand machen. Na gut, okay. Nee, hä? Silly. Bin ich nicht. Okay. Was hast du denn? Asiatische Piloten. Ja? Oder Spule? Ja. Oder? Das Gesicht voller, ja, Dings. Pferdesperma. Ja, kann ich das auch sagen. Wollte jetzt Wichse sagen, aber dann doch nicht. Okay. Und dann habe ich gedacht, ich lasse. Ja. Ja? Es tut mir leid. Entschuldigung. Das ist auch viel besser als Pikachu. Also. Natürlich. Freut sich jeder. Ja. Ein totes schwarzes Kind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh shit. Oh, warte mal. Ja, das ist gut, glaube ich. So. Oh, das passt hervorragend. Also oh, ich habe da unten links ein Häkchen mit Dump Entire Hand. Okay, das war's. Ich hab's ganz gekommen. Okay. Das ging schnell. Okay, Kaira. Die Formel für ein totes schwarzes Kind lautet: ein bisschen einnässen plus Bauer sucht Frau. Oh. Oder? Weiße Arbeute. Oder natürlich bedeutungsloser Sex plus Spritzenteilen. Oh, okay, was führt zu einem toten schwarzen Kind? Ja, ist eindeutig, ne? Eindeutig. Die endlich mal vernünftige Antworten dafür wenigstens. Stellen hat den ersten Punkt. Yay. Ja, du musst ja auch mal. Wes Andersons neuer Film, wer auch immer das ist, erzählt die Geschichte von einem vorsichtigen? Nee. Auf jeden Fall ein Kind, das, sich abfindet mit. Okay, was heißt das denn? Precautious. Das weiß ich gerade auch nicht. Hm.
Marcelin, siehst du links unten Dump Entire Hand? Get a new hand next round. Oh, das mache ich mal. Ich möchte gerne nächste Runde eine neue Hand haben. Ich mag einen Kopf. Also, so, was? Coming to terms with what? Womit kommt das Kind? Fisting. Oder mit richtig high werden. Oder mit doing the right stuff to her nipples. Oh, oh, oh. Okay. Ich weiß nicht, okay. Wer ist denn das? Kommt so bekannt vor. Ich kenne nur Wes Craven. Entschuldigung, ja, aber... Hey! Hey! Kyra. Oh, Kyra führt. Was? Was? Kann gar nicht sein. Nee. Schmeiß dich mal unauffällig raus. Ja. Was verstecken meine Eltern vor mir? Und ich darf nicht schauen. Oh Gott. Was verstecken eure Eltern vor euch? Das weiß ich. Oha. Es tut mir leid. Okay, was verstecken meine Eltern vor mir? Natursektspiele. Habt ihr gehört? Was, das verstecken die? Meine machen das öffentlich. Was? Oh Gott. Also, okay. Entschuldigung. Was verstecken meine Eltern vor mir? Ein halbherziges Vorspiel? Oder besoffene Lesben? Ich hoffe ja darauf. Dankeschön. Okay. Das ist ja komisch, Männer. Ey. Ja. Precautious heißt frühreif. Ah! Ja. Oh, Kyra hat gewonnen! Kyra hat gewonnen! Ja, schön! Yeah. Konfetti! So, ich mache jetzt mal No Time Limits so beim nächsten Mal. Ja, danke schön. Besser ist das. Ja, was haben wir noch? So, vielleicht mal ein richtig deutsches Deck irgendwie. Gibt's richtig deutsches Deck. Oh. Richtig deutsches Deck. Wie war das noch mit politisch korrekt? Ja. Macht ihr mich mal fertig, ist okay. Okay, warte. Ich guck mal ein anderes. Ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt das HWSQ-Dings nehmen. Prominenz. Was heißt denn da? Was heißen denn die zwei Zahlen? Ich weiß es nicht. Was für Zahlen? Wenn ich jetzt die Decks browse, da ist eine schwarze Mitte und eine mit grünem Hintergrund. Ja, da ist auch noch eine mit weißem Hintergrund. Damit du vollends verwirrt bist. Ach stimmt, das. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Aber ich habe keine Ahnung. Komm, wir nehmen mal das HWSQ-Deck. Loose-Deck. So, warte. Ist aber kein Trademark dabei, oder? Ich hoffe nicht. So, ich mache mal das The Avado raus. Machen wir jetzt noch eine? Ja, komm, machen wir noch eine Runde. Ja, wir sind bei 12 Minuten. Also ja, eben. So, Start Game. Also bitte. Es ist wieder Englisch, sehr gut. Was soll? Die Wissenschaft wird niemals die Herkunft von erklären können. Achso, ich bin ja Dings. Oh, Entschuldigung. Aber da finde ich die Antworten von dem anderen fand ich cooler. Hier sind ein paar Doofe dabei. Ich hatte eben nur Doofe. Dafür war es aber relativ witzig. Ah, warte. Von den anderen, aber nicht von mir. Ah, warte. Ich habe, glaube ich, mal ein Deck jetzt weggemacht. Jetzt sollte es nur noch deutsch sein. Ich dumpe mal die entire hand in der nächsten Runde. Macht das alle mal. Okay. Was jetzt? Ja. Dump entire hand. Genau. Okay. Und dann muss man das bestätigen, oder was? Nee. Du musst halt in der nächsten Runde kriegst halt neue Karten. Ach so, okay. Du musst jetzt erstmal eine ausspielen. Doch, so gut sind die Antworten jetzt nicht. Also gut. Okay, die Wissenschaft wird nie wissen, woher... Eine spontane Konga-Line entsteht. Diese Konga. Oder ein plötzlicher Penisverlust. Da habe ich auch Angst vor. Spontaner. Die dunkle Warze, aus der ein langes schwarzes Haar rauswächst. Na? Ja, natürlich. Ich muss den Penis verlusten. Natürlich. Yay, mein erster Punkt. Yay, gezählt. Wow. Ist ja auch gruselig, sowas nie zu wissen. Wenn es passiert und du weißt nicht, warum. Eben, stell dir mal vor. Stell mir das ganz schlimm vor. Suddenly oh. Ich habe einen Error. Question Cards. Gut, dann Okay. Von vorne. Ja, ich nehme jetzt beide HWSQ-Dinge. Okay. So, und mach nochmal Start Game, guck, ob das jetzt geht. Jetzt geht's. Ah. Hey, was gibt es im Himmel tonnenweise? Und ich bin der Char, okay. Oh.
Was gibt es im Himmel tonnenweise? Schöne Karten. Ja, geht so. Ja, ist nicht besser. Okay, im Himmel gibt es tonnenweise anzügliche Abziehtattoos. Geil. Oder Sodomie. Noch geiler. Oder Männer, die nicht wissen, wo sich die Klitoris befindet. Kommen die in den Himmel? Eigentlich müssten sie in die Hölle kommen. Ich bin hier leicht in der Unterzahl. Aber ich. Es gibt einfach tonnenweise Männer, die nicht wissen, wo die Klitoris ist. Ja! Ich fürchte auch. Schlag es nach, verdammt nochmal. Schlag es nach. Vor dem Tod, wenn es geht. Vor dem Tod. Wo ihr erschlagen werdet, genau. Rentiert sich. Ich glaube auch, die Lizzy ist kaputt. Ich nehme das einfach. Okay. Okay. Wie Lachs riechen rentiert sich. Ich weiß ja nicht genau. Also, rentiert sich, ja, das kann sein. Direkt lieber. Ach echt? Das rentiert sich? Moment. Das wollte ich auch gerade fragen. Ich weiß nicht, wenn das jemand sagt, vielleicht ist das so. Naja. Einlochen oder masturbieren? Ja. Ich wäre ja für die Lachs riechen, das rentiert sich einfach für immer. Für Frauen rentiert sich das nicht. Nein. Das finden Männer niemals die Klitoris, wenn ich das sagen darf. Ist auch ein Instrument. Okay. Okay, das ist grammatikalisch nicht ganz korrekt, aber es geht trotzdem. Okay. Schnell. Wir stellen uns die ganz wichtige Frage. Ist im Fahrstuhl furzen auch ein Instrument? Oder ist eine Beinprothese im Straßenkram auch ein Instrument? Oder sind Genitalpiercings ein Instrument? Aua. Entschuldigung. Ich nehme das hier. Doch, danke schön. Ey, da könnte ich auch in der Orchester. Hast du so schön. Ja, da hast du verschiedene Tonhöhen, das ist... Ja. Wenn man's kann. Ja. Was ist am meisten Emo? Emo, oh. Ich bin gespannt. Okay, das ist eigentlich klar. Also lass mal hören. Wenn das nicht gewinnt jetzt, ja, dann weiß ich auch nicht. Also mehr Emo geht quasi nicht. Also gut. Okay. Kaira, los. Ja, Entschuldigung. Okay, also, am meisten Emo ist... Gefühle? Sind Gefühle, Entschuldigung. Am meisten Emo sind Gefühle. Oder am meisten Emo sind, ist eindeutig Hitler. Oder aber auch Emo ist Schnaps mit Kuchengeschmack. Gibt's das? Gibt's Schnaps mit Kuchengeschmack? Emo. Ach, wir haben ja diesmal kein Zeitlimit. Okay. Nein. Oh, das ist schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Oh. Oh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Klicken, Lizzy. Schlagt mich nicht und ich tue mich sehr schwer mit der Entscheidung, aber. Na? Yay! Good September! Wenn das nicht Emo ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, definitiv. Das ist halt nicht so lustig. Ich bin der Char. So. In meiner Browser-Chronik wimmelt es von Einträgen über. Jetzt bin ich gespannt. Gut, dass ich hier gerade im Inkognito bin. Nicht im Inkognito-Modus, ich weiß es gar nicht. So, Miss Lee. Okay. In meiner Browser-Chronik wimmelt es von Einträgen über die panische Angst vor erigierten Genitalien. Darum wuhlt man da ständig nach.
Schwanzophobie ist das sozusagen. Es wimmelt von Einträgen über eine Sexstellung namens der norwegische Burrito. Oh, cool. Das klingt interessant. Oder es wimmelt von Einträgen über gereifte Eichelkirse geraspelt. Ja, sorry. Das ist einfach der Beste. Gereift und geraspelt. Lecker. Während die USA. Achso, ja, gut, mach du. Okay. Während die USA und die Sowjetunion um den Mond kämpften, steckte die mexikanische Regierung Millionen von Pesos in die Erforschung von. Ich dampfe mal meine Hand, weil die echt. Oh Gott. Wie sie schon wieder lacht, ich hab Angst. Jetzt darfst du. Also erforscht wird der Microsoft Support. Das fände ich gar nicht so schlecht. Oder ihr erforschen Bälle, die heftig im Wind wehen. Boah, krass. Ja, kann auch im Krieg um den Mond kann das bestimmt helfen. Oder Fingermalerei. Was haben sie erforscht? Definitiv für Millionen von Pesos den Microsoft Support. Den muss mal jemand erforschen. Das und wenn sich die Mexikaner tun, ne? Ja, wer dann? Eben, wer dann? Ja. Auf jedem Gesicht ein. Passt grammatikalisch auch nicht ganz, aber das nehmen wir trotzdem. Das passt überhaupt nicht. Warum habe ich so einen blöden. Da kannst du ja die Hand dumpen, ne, für die nächste Runde. Passt. Nee. Ich mag die Hand, aber die Frage ist. Okay. Aha. So. Nee, warte mal, dann fährst du die hier. Entschuldigung. Lizzie, was tust du? Ich suche mir jetzt gerade eine Antwort aus. Ach so. Ich tue mich sehr schwer damit, wenn ich das mal sagen darf. Ich nehme jetzt einfach die, damit die Karte weg ist. Aber wahrscheinlich brauche ich die nicht mehr. Oh Gott, was habe ich getan? So, auf jedem Gesicht ein. Mein Genital, ein Genital auf jedem Gesicht? Mein eigenes? Ja. Okay. Auf jedem Gesicht ein Meerschweinchen? Oh. Oder auf jedem Gesicht ein Pokémon Go? Fett. Okay, was ich ist auf jedem Gesicht? Meerschweinchen. Oh, ich hätte Genitalien genommen. Ja, eben. Ne? Ist mir klar, Selin. Ist mir klar. Sie hätte die Genitalien genommen, okay. Oh, das lassen wir mal so stehen. Ist ein schmaler Grat, der zu führt. Das lassen wir mal so stehen, Entschuldigung. Ja, ich bin gespannt. Renbe, was sagst du wohl dazu? So, das ist eigentlich klar. Also das war nicht schwer. Das ist doch einfach die Realität bei mir leider. Oh oh. Ja, bei mir auch. Ich hab Angst. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich tue. Also folgendes. Feucht ist ein schmaler Grat, der zu Leben führt. Was? Okay. Ja, ist logisch und schlüssig tatsächlich. Wenn man drüber nachdenkt. Oder aber Viagra ist ein schmaler Grat, der zu 72 Stunden Nice. Ich glaube, das wäre andersrum, oder? Ja, stimmt. Das muss man sich erstmal verdienen, die 72 Jungfrauen. Ne? Also... mein Sexleben ist ein schmaler Grat, der zu hohen Torsion führt. Aua. Nicht googeln, Lissi, nicht googeln. Mach es gleich. Oh, das ist schwierig, ist alles gut. Entschuldigung, es ist... Yay! Ach, guck mal an. Ach, ja, deswegen, alles klar. So ist mein Sexleben. Okay. Oh nein. Atemlos durch. Jetzt bin ich gespannt. Oh, das ist böse. Atemlos. Das ist schlüssig. Okay. Atemlos durch hemmungsloses Nageln. Oder atemlos durch ungewollte Schwanzbilder. Da kann ich nicht mitreden. Ich weiß nicht, ob die Frauen da atemlos werden. Oder atemlos durch Fortpflanzung.
Ist alles schön, wie alles eine Thematik hat hier. Mhm. Wieso? Alles die gleiche Thematik, verstehe ich jetzt nicht. Wieder alles um Sex. Was? Naja, halbwegs. Vielleicht geht's auch um Bauarbeiten oder so. Ja, genau. Oder ein Bild an die Wand vielleicht haben geht's, vielleicht geht's hierbei ja auch um den Schweif von einer Katze. Oder eines Pferdes. Ja. So viel zur Sodomie. Die gibt's am Himmel leider nicht. Nee, stimmt. Hey. Okay. Unendlich. Unendlich. Ach, das ist schön. Das ist sehr schön. Ich habe so viele Kabel hier heute. Eine Herz-Lungen-Maschine. Unendlich. Unendlich schade. Ja, schade. Kurz und knapp. Unendlich furzen und einfach gehen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das kommt drauf an. Oder unendlich Schmerzen. Oh. Nein. Oh. Nein, dann lieber. Ja! Mann, schade. Ich fand mal unendlich schade so schön. Es ist halt unendlich schade, dass du jetzt nicht gewonnen hast. So deep auf jeden Fall. Unendlich schade. Ja. Was hast du da auf dem Kopf? Oh Gott, das will ich gar nicht wissen. Passt nicht. Warum? Gar nichts. Nein, nämlich die ist doof. Okay. Warte. Die ist doof. Okay, was habt ihr denn so auf dem Kopf? Eine abtrennte Hand. Neue Mode. Mhm. Ein Schönheitsfleck auf dem Kopf. Oder Geruch von alten Leuten. Okay, was hast du auf dem Kopf? Natürlich ein abgetrennter Hand. Ach, was? Mensch, Till und ich machen mir ganz langsam Sorgen um dich. Das tut mir leid. Nee, eigentlich nicht. Das ist alles gut. Es heißt, Bloody Mary erscheint, wenn du dich vor den Spiegel stellst und dreimal sagst. Ist das ein neuer Killer bei Dead by Daylight? Ich nehme das. Also, Bloody Mary erscheint, wenn man dreimal vor dem Spiegel Wikipedia sagt. Sie erscheint aber außerdem, wenn du dreimal vor dem Spiegel stehst und sagst... Dreimal vor dem Spiegel stehst. Ja, genau. Lance Armstrongs vierter Hut. Oder sag mal dreimal schnell hintereinander. Bloody Mary erscheint, wenn du vor dem Spiegel stehst und dreimal Kamikaze-Piloten sagst. Auch schön. Ja. Weil es mir so gut gefällt und so kompliziert ist. Hey! Hey! Gott sei Dank erscheint da nichts anderes, wenn man das sagt. Wer oder was wird dich immer flachlegen dürfen? Oh, jetzt bin ich gespannt. Das antworten nur die Damen, das finde ich sehr schön. Nein, das antworten nicht nur die Damen. Ich nicht. Ich beantworte das nicht, ich bin der Char. Ach, verdammt. Oh nein, ich habe nur doofe Karten. Das passt überhaupt nicht. Okay, ich bin gespannt. Ich möchte später was zu meiner Karte anhören. Nein. Nein. Aber erst wenn die Auflösung erscheint. Okay, Miss Lee, wer darf dich flachlegen? Unzufrieden, okay. Aber egal. Also, Gänse dürfen mich immer flachlegen. Geil. Oder Kinder an einer Leine dürfen mich immer flachlegen. Oh. Oder Tom Cruise darf mich immer flachlegen. Als Erzieher nehme ich natürlich die Kinder einfach rein. Ich mag Tom Cruise gar nicht, aber er passt da so gut. Achso, okay. Ah, dann können wir uns die Hand reichen. Endlich. Heute im Sonderangebot. Zwei für einen. Na komm. Na komm, das muss mal raus. Das muss hier aus der Karte. Das muss weg aus meiner Hand. Das passt auch alles nicht. Ich nehme das. Okay, es gibt heute 2 für 1 Schwarze. Oh Gott. Wo sind die hier? Sklavenmarkt. Ja, ich wollte es nicht sagen, danke.
Kein Ding. Es ist nicht meine Antwort, ich darf das sagen. Ha! Gut, es gibt 2 für einen deftigen Frühstücksdöner. Oh geil! Oh, geil. Gif! Der ist schon mal ganz vorne mit im Rennen, glaube ich. Es gibt auch 2 für einen schwitzende Arschritz. Oh. Oh. Nee, ich möchte doch lieber den Frühstücksdöner, ehrlich gesagt. Ja! Lizzie hat gewonnen! Hey. Das ist die Folge auch schon über eine halbe Stunde lang. So, jetzt sehen wir es noch. Hey, Miss Lizzie! Yay! Gezeigt! Herzlichen Glückwunsch! Danke, 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 danke. Danke. Jetzt müssen wir ab. Wir spielen jetzt Applaus ein. Also nachher in der Nachbearbeitung. Ich bin mal okay, das soll es mit der ersten Folge gewesen sein. Ich muss jetzt mal kurz meine Wangen entspannen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an die Mitmacherinnen und vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüsschen. Tschüss. Alles Liebe. Tschüss.